Irgendwas stimmt doch heute nicht mit mir. Warum finde ich denn keine Olivers? Wenn er da an der Lampe sitzt, ne, dann finde ich den echt nicht. Keine zu langen Pausen, keine zu langen Pausen, sagt das jedenfalls schon wieder mit an. Na also, es geht doch. Es geht doch. Heitere das traurige Baby auf. Na super. Ich habe ja auch sonst nichts zu tun. Oh Gott, jetzt kommt er auf die Fantasie, dass sie ja auch ganz gerne ein Baby haben könnten. Machst du mit? Wie geht's dir? Gut, alles ist perfekt. Ich muss mir um nichts mehr Sorgen machen. Das ist wunderbar, Allison. Oh Mann, Connor. Oh nee, und ihr beiden, ist das nicht euer Ernst, ne? Warum habe ich das kommen sehen? Ich hasse das. Ich finde, Connor passt viel besser zu ihr. Manu. Hey, wolltest du mir vor der OP nicht noch irgendwas sagen? Ja, nicht so wichtig. Wie ich sehe, beginnt gleich deine Schicht. Ich bin froh, dass es dir gut geht, Allison. Oh, ich mag... Ich komm... Mano, Connor. Komm zurück und sag ihr, dass du sie liebst, du Penner. Typisch Mann. Warum kann er denn nicht einfach zwischen? Ich meine, gute Kies wäre vielleicht auch nicht so prickelnd gewesen, wenn er einfach wieder vor Eifersucht ausgeflippt wäre. Aber einfach so nichts zu tun, ist ja wohl auch nicht. Ist ja wohl nur irgendwie auch nicht so die feine englische Art, so. Mann, mich ärgert das voll. Ich weiß auch nicht, ich ärgere mich da total drüber, dass sie echt wieder auf den Kerl reinfällt. Oh, meine Fresse. Der Kerl hat auch schon mal bewiesen, dass er echt... Oh, komm! Ich hatte das da drauf. Setzt es auch dahin. Oh.
Schmiere, schmiere, Bäuchlein. Das kriege ich dann gerade noch auf die Kette. So. Hallo, könntest du dich bitte da... Ja, auch das mal wieder. So, geh auf den Quietscheball, du kommst hierher. Oh Gott. Ich bin auch leicht überfordert. Weil ich mich gerade echt voll ärgere, weil das wieder so logisch war, dass sie dem Kerl wieder hinterher rennt. Dabei wäre Connor so viel besser für sie. Ohne Scheiß, ich finde Connor passt viel besser zu ihr. Oh Mann, und was sehen? Sucht sie sich mal wieder diesen Penner. Tut mir leid, ich mag ihn einfach nicht. Man merkt, dass ich knatschig bin, ne? Das ist furchtbar mit mir. Dass ich mich dann aber auch echt so in so ein Spiel reinsteigern kann, dass ich sage, boah, komm. Komm, ich muss noch einmal Baby aufheitern, komm. Danke. War das Schwein eigentlich da? Oliver gekriegt? Ich habe gar nicht drauf geachtet. Ja, das ist schön. Dreh das Baby, stell sicher, dass sich das Baby in der richtigen Lage befindet. Tipps, Babys können nur in eine Richtung gedreht werden. Sei vorsichtig, wo du die Drehung stoppst. Oh Gott, das wird ja sehr lustig. Ring, ring. Hallo, hier ist Allison. Quinn, ich habe überhaupt kein Bedürfnis, noch einmal zu diesem Raum zurückzukehren. Das Kapitel ist für mich jetzt abgeschlossen. Ich verstehe, dass du deine Tests durchführen musst. Hallo? Ein Test, Quinn, aber das war's dann. Du hast also gesehen, wie sie mit dem Kind verschwunden ist? Ja, und sie haben auch alle ihre Sachen mitgenommen. Sie ist weg. Ja. Und wir konnten noch nicht alle postoperativen Tests abschließen. Sie ist weg. Ich glaube nicht, dass du mir zuhörst, Allison. Wir müssen diese Tests durchführen. Diese Tests sind doch nur reine Formsache, Quinn. Außerdem können wir die Patienten nicht gegen ihren Willen hier behalten. Während der OP gab es mehrere Abweichungen, Allison. Quinn, war die OP ein Erfolg? Ja, aber dann ist das nicht mehr länger unser Problem. Also auch ein bisschen hart, ne? Erziele zumindest einen Goldpatienten jeder Art. Okay. Oh. Komm schon, du musst hier doch irgendwo sein. Daniel? Es tut mir leid, Allison. Ich wollte dir deine gute Laune nicht verderben. Die Akte, sie ist weg. Aber sie muss doch hier irgendwo sein. Ich schaue nach meiner Schicht vorbei und helfe dir beim Suchen. Danke, Allison. Ihr zwei kommt euch in meinen Augen schon wieder viel zu nahe. Das ist nicht gesund. Weil er einfach ein Arschloch ist. Was macht das Ding? Sowohl Eltern als auch Babys, als auch Schwangere gewinnen Herzen, wenn sie sich das Krippenmobilier ansehen, okay? Wie viel habe ich denn? 400.
Okay. Oh, dieses Gequietsche von diesem Ball, ne? Okay. Okay, das wird ja echt lustig. Das wird ja echt sehr witzig. Komm! Ist das denn euer verfickter Ernst? Flo, ein bisschen schneller da. Noch eine Milch. Was ist denn das für ein ausgehungertes Baby? Oh Gott, hallo? Oh Gott, setz dich hier mal an. Noch ein Minispiel, das ich nicht kann. Das heißt, noch eine Patientenriege, von der ich kein Goldherz zu erwarten habe. Oh Gott, nee, bitte nicht. Gott, ich will keine Babys drehen. Stuller habe ich gerade noch. Oh Gott. Oh Gott sei Dank, ich schaffe es ja nicht. Dabei habe ich nicht mehr geglaubt. Ey, dieses Windeln wechseln wegen jetzt Scheiß aber nicht kann. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, so. Das mit der Milch dauert auch echt immer viel zu lange. Fällt mir gerade mal so auf. Oh ne, wieder Baby drin. Oh Gott, ist das sensibel. Das war ja extrem sensibel. Oh Gott, nochmal.
Okay, den brauche ich mindestens noch. Oh Gott, jetzt Goldherz. Okay. Ja, das wird schon wieder nichts. Okay, gut, das funktioniert gerade noch. Oh, wirklich ganz gerade. Das war echt knapp. Ich glaube, die Babystation ist doch nicht so meins. Habe ich so das dumme Gefühl. Miss! Ich habe überall in diesem Schrank nachgeschaut, Allison. Sie ist nicht da. Was würdest du tun, wenn du zufällig eine Akte finden würdest? Ich würde sie in dieses Büro bringen. Vielleicht hat genau das jemand getan. Durchsuchen wir dein Büro. Auf jeden Fall wird sein Büro dann wenigstens mal wieder ordentlicher. Das ist die letzte. Ich drück die Daumen. Suchst du die hier? Alleine dieses ekelhafte Grinsen in seinem Gesicht. Ich möchte es ihm rausschlagen. Komm, wir kaufen uns einen neuen Schrank. So viel mehr Platz für alle meine Kleidung. Okay, wie viel einzeln? Oh Gott, wir haben so ein bisschen was, ne? Nein, da wollte ich gar nicht hin. Ich wollte hier hin. Windelmeer. Oh nein, bitte machen, ne? Oh Gott, ich krieg hier nichts auf Reihe. Mich. Oh Gott. Teddybär. Noch ein Teddybär. Du kannst hier hin, du kannst da hin. Du kannst da hin. Lalalala. Hier hin, da hin. Nein, was mache ich denn? Einfach rausklicken ist natürlich auch eine Möglichkeit. So.
Da kommt echt schon einer und holt mir meine Patienten weg. Könntest du bitte... Oh Gott. Und dabei soll man nur noch auf so viele... irgendwie wieder reinkriegen, und das ist schon nicht einfach. Nein, ich habe die Windel vergessen. Könntest du hier bitte wieder hinkommen? Oh, komm. Oh Gott, oh Gott, oh Gott.